Habe ich jetzt alles gegeben? Ja. Abendsäbel. Oh, Uni Black Boys spielt wieder. Ja, Sally Mensch, was? Was? Ja, ich habe gestern auch noch gestreamt, aber erst recht spät, weil das Internet mitgemacht hat. So. Also aus dem Blickwinkel sieht sie irgendwie voll angepisst aus. Ich habe schon wieder vergessen, den Buff von Barbara zu aktivieren. Kann ich da stehen? Kann hier stehen. Okay. Jetzt bist du auch viel zu spät. Geh jetzt gleich pennen, bin krank. Dann gute Nacht und gute Besserung. Ja, ich bin seit kurz nach 12 online, aber erstmal gab es heute relativ spät Abendessen. Um Viertel vor 11. Gut, ich bin auch erst gegen 8 aufgestanden, davon mal abgesehen, aber ja. Es gab sehr spät und ich habe noch meinen Stuhl aufgebaut. Den neuen alten quasi. Der sich aber nicht bequem momentan, ja, anfühlt, wie er sollte. Oh, scheiße. Okay, fallen. Noch irgendwelche Vorsprünge? Ah, ja. Wow. Okay, hier sieht es eventuell ein bisschen einfacher aus. Es ist schon wieder so eine Kackfliege an der Softbox. Jetzt schon auf den Sack. Wir haben es mittlerweile fast November und die Viecher leben immer noch. Den. Danke. So. Okay, den Schlüssel, den ich hier oben auf dem Berg nutze, den muss ich mir dann auch notieren. Dass ich den da genutzt habe. Oh Gott. Weil ganz oben auf dem Berg. Das müsste ich mir merken können, oder? Oh, ist das zum Kotzen, hier hochzuklettern. Ich will zurück nach Mondstadt. Da könnte man die Berge noch hochlaufen. Meine, ich finde ja die ganzen, ja, Vorsprünge hier ganz geil. Das war's, was mich gestört hat. Ich sage immer Vorhang zu diesen ganzen kleinen Dingern. Das sind Vorsprünge. Mein Vorhang kommt mehr oder weniger auch fast hin, aber nur fast. Das habe ich die ganzen letzten Tage gestört, wo ich es mal erwähnt habe. Oh. Ja, habe ich da eine tolle kleine coole Kiste gefunden. Eine normale Hellbarde, okay. So, ich bin oben. Oh. Ganz gepappelt eine Axt. Wo ist. Wo ist mein Schrein? Oh scheiße, meine Ausdauer ist gleich weg. Halt, war der Schrein nicht ganz oben auf dem Berg? War ich jetzt gerade da oben wieder blind? Glaube, ich war blind. Was ist denn jetzt schon wieder in meinem Inventar? Ach, Daten. Muss ich echt da. Ich muss da doch drüber gehen. Oh Gott. Hintergrund. Also. Hintergrund. Hintergrund. So, war es das jetzt endlich mal? Ne, war es nicht. Hier doch bestimmt wieder irgendwas, oder? Gut, jetzt aber, oder? Gott, ist das nervig gerade. Ich schon wieder hoch. Ich komme gerade erst von da oben. Meine Güte. Bleib dabei. Das muss doch eigentlich saumäßig unbequem sein, mit diesen hochkingen Schuhen zu klettern. Eigentlich sogar unmöglich wahrscheinlich, aber. Naja. So, jetzt bin ich wieder ganz oben. So. Wo ist mein
Geotempel. Nein, er ist nicht ganz oben, wie ich es gerade noch mal dachte. Er muss hier sein. Aber wo? Ich sehe ihn nicht. Da ist ein Camp. Ach, das war das Camp mit den drei Typen. Ist der da unten drinne? Versteckt in der Höhle? Er ist da unten in der Kackhöhle versteckt. Oh, super. Und die sucht mich da oben wieder blöd. Na klasse. Goldfischkraut. Zack. Start. Ja. Gib mir mal eine Truhe. Komm. Luxuriöse Truhe. Stumpfeschwert. Furchteinflößende Berserkermaske. Rohes Geflügel. Weisheit. Bla. Noch eine Berserkermaske. Glücksklee. Anleitung zum Fleiß. Okay. Also hier ist jetzt auch nicht so tolles drin gewesen. Super. Definitiv gelohnt. Dann können. Nein. Dann können die Markierungen weg. Und die. Und irgendwie. Dieser Stuhl, der. Ich weiß nicht. Ich bin. Ja, ich bin fast dazu gewillt, meinen alten Stuhl zu nehmen, damit ich in Ruhe sitzen kann. Aber naja. Ich muss den halt wie die erst einsetzen. Von daher. Hilft nichts. So. Dann habe ich jetzt das hier oben alles fertig. Und bis hier. Gehe jetzt noch auf diese kleine Insel da. Oder war ich heute Morgen offline drauf? Bin mir gerade nicht sicher. Ey, was ist denn jetzt schon wieder? Wer hat jetzt noch irgendwelche Beschwerden? Ich will KE ja nicht aufsteigen lassen. Ich will die nicht hochstufen und aufsteigen lassen. Ist das so schwer zu verstehen? Spiel. Meine Fresse. Figurenwahl. Oder war es jetzt, war es deswegen? Es deswegen war ein Kriegskotzen. Wow. Ja, da war ich heute Morgen. Okay. Dann habe ich das auch schon gemacht. Gut. Weiß zumindest, dass der Hafen irgendwo hier unten ist ganz. Die Frage: Gehe ich jetzt mittig durchs Moor oder gehe ich hier am Rand rechts lang? Ich würde ja fast hier rechts am Rand lang gehen. Kann ich mich auch hinporten? Ah, wo gehe ich zuerst hin? Weil ich will eigentlich ganz schnell nach Liebe reisen, damit ich eben die Waffen upgraden kann. Ich meine, ich kann natürlich auch einfach so durchrennen bis nach Liebe, aber. Ja, irgendwas hält mich davon ab. Finde das nicht richtig, wenn ich jetzt einfach durchrennen würde. Oh, Truhe. Zack. Okay. Ist da gerade ein Blitz eingeschlagen? Konnten Blitze schon immer einschlagen? Hat es vorher schon mal gewittert? Vielleicht die bessere Frage. Das gefällt mir. Regen und. Oh. Das war doch mal schön. Das war eine schöne Kombo hier. So. Mit einer Küste war ich eigentlich. Vogelei. Ah, okay. Ja, und jetzt wieder schön erkunden gehen. Ich hasse es ja irgendwie. Wow, what the? Okay. Habe ich jetzt gerade. War es das Feuer von deren Kochtopf oder was war das jetzt?
Okay, so sprengt man also heutzutage eine Party. Gut. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sprengen. Hier so ein Goldvieh. Zack. 57 Mora. Merkwürdig. Wenn's Abenteurer. Hi. Hallo, bist du auch ein Abenteurer auf der Suche nach der verlassenen Stadt? Welche verlassene Stadt? Wie? Du weißt nicht, dass unter diesen Ruinen eine alte verlassene Stadt liegt? Die älteren Mitglieder der Abenteurergilde erzählten von dieser Legende. Bisher konnte sie aber noch niemand finden. Rieche ich deine Sidequest? Eventuell. Gibt es zu diesem Ort eine Geschichte? Diese Ruine war auch einmal eine Stadt. Sie muss noch vor dem Archontenkrieg zerstört worden sein. Legende nach sollen auf diesen beiden Bäumen der letzte König dieser Stadt, wie auch sein Gegner, gleichzeitig seine große Liebe vergraben sein. Ich kann nicht mehr vorlesen, aber okay. Unter welchem Baum? Unter diesen beiden Bäumen. Ja, welche beiden Bäume? Sind an dieser Stelle zusammengestorben, müssen die Ewigkeit aber getrennt verbringen. Nachdem alles zu Staub zerfallen war, wuchsen die Bäume auf dem Gelände und blicken sich gegenseitig wie die beiden darunter Vergrabenen an. Nachdem alles zu Staub zerfallen war, wuchsen die Bäume auf dem Gelände und blicken sich nun gegenseitig wie die beiden darunter Vergrabenen an. Habe ich doppelt gelesen, oder? Du weißt anscheinend sehr viel. Ehrlich gesagt ist es nicht viel. Ich liebe Geschichte. Als ich klein war und ich wollte diese Ruinen immer persönlich sehen, deshalb wurde ich ein Abenteurer. Also, das sind einige Berichte über meine Abenteuer. Du kannst sie haben. Nichts wäre für mich erfreulicher, als jemand anderem mit meinem Wissen zu helfen. Welche Bäume jetzt genau? Der große Baum und noch irgendein Baum? War ich da vorne auf dem See schon? Ich glaube doch, oder? Aber ich bin mich so darüber gegangen. Ja, doch, da war ich. Okay. Ja, Regen ist zu Ende, Gewitter ist zu Ende. Recht spontan schnell. Zack. Bin ich eigentlich blöd? Was habe ich denn jetzt im Team? Wieso zerhaue ich die ganzen Erze jetzt immer noch so? Alter, dieser Stuhl. Der ist echt ungewohnt. Ungewöhnlich ist er nicht. Nee. Aber ungewohnt. So, hier sind nur Eisenbrocken. Markiere ich mir das trotzdem. Ja, komm, vier Eisenbrocken sind schon okay. Zumindest gibt es hier nicht ganz so viel zu erkunden am Strand. Man kann das meiste gut einsehen. Könntest du? Danke. Ja. Ach, das war der Schrein. Okay. Übrigens mal aufgefallen, dass nicht alle Sachen, die man in Mondstadt und hier findet, zu Mondstadt gehören. Minze zum Beispiel ist ein, ja, neutrales Sammelitem offenbar. Es ist in manchen Fällen ein bisschen blöd. Sehe ich jetzt da drinne? Wow, okay. Cool. Hallo? Ich hoffe, meine Items runterfallen zu lassen, wenn ich es gerade einsammle. Danke. Das Goldfischkraut zum Beispiel ist auch in Mondstadt zum Sammeln gewesen. Deswegen komme ich da gerade drauf. Oder halt Minze. Ich habe morgen mal darauf geachtet habe. Das elektrisierende Erz zum Beispiel, das ist glaube ich für Mondstadt zählend. Findet man aber offenbar ja auch hier. Denn so. Okay, ich möchte bitte alle sammeln. Kommt mal alle her.
kannst ruhig drauf gehen, danke. Jetzt brauche ich eine Maske, schweres Horn. Zack. So. So, schon dünn wieder heilen. Wertvolle Truhe. Blume, lehrendes Gold, Glücksfeder, aha. Ganz viele tolle Sachen. Mehr oder weniger. Ja, will ich jetzt die Insel hier im Wasser auch noch machen? Wenn ich die Insel jetzt auf der Seite hier mache, dann kann ich das zumindest komplett abtrennen. Vom Festland. Mehr oder weniger. Was ist jetzt hier eigentlich noch Festland, was nicht? Eigentlich ist das hier in der Mitte auch eine Insel, wenn man es genau nimmt. Nee, ich glaube, ich lasse die jetzt erstmal da beiseite, die beiden Mini-Inseln. Ich habe jetzt keinen Bock, darüber zu rennen. Das ist eine. Nee, oder? Nee, kann man nicht machen. Okay. Hätte ja sein können. So. Healing. Achso, ich bin voll. Das ist echt. Oh, das. Eventuell hätte ich den Stuhl erst einsetzen müssen, bevor ich den genommen habe. Ist heute wieder. Ja. Yeah. Ich meine, wir gehen auch davon aus, dass der Stuhl auf einmal höher ist und trotz gleiches Modell irgendwie sich anders, ja, anfühlt. Das ist ein bisschen blöd. Und ich dachte, ich könnte auf dem Stuhl in Ruhe setzen. Aber offenbar nicht. Naja. Ansonsten fällt mir noch irgendwas ein. Eigentlich, nein, ja, nee, scheiße. Irgendwie nicht. Heute habe ich irgendwie, ja. Ich habe gestern Abend schon, also gestern Morgen schon, nicht großartig was an Themen gehabt, aber jetzt irgendwie noch weniger. Ich habe angefangen auf, jetzt sagt mir nicht, ich komme da nicht hoch, wow. Ich habe angefangen jetzt aus Langeweile fünf Freunde zu gucken. Auf Disney Plus. Eigentlich wollte ich mit dem MCU anfangen. Habe aber mal spontan gesehen, dass der ganze Scheiß von Marvel gehört ja mittlerweile Disney. Aber sie haben es nicht hinbekommen, alle Filme offenbar auf ihrer Seite, auf ihrer Streaming-Plattform zu vereinen. Bin halt mit so einer Liste durchgegangen und geguckt, ob alle Filme da sind. Weil sie halt auch eine chronologische Reihenfolge anbieten. Aber alleine halt der Hulk-Film fehlt halt komplett eigentlich. Da fühle ich mich irgendwie verarscht. Ich meine, ich bin ja eigentlich kein Marvel-Fan oder so. Aber ich habe jetzt die alten Spider-Man-Filme geguckt und hier den Venom-Film von 2018. Der von Sony, glaube ich, war sogar. Weil Sony hatte irgendwie die Rechte an Spider-Man. Was fürs MCU, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen problematisch war, mehr oder weniger jetzt. Die hat noch irgendwie da einen kleinen Rechtsstreit. Und ja, die Filme waren okay. Aber irgendwie so beim erneuten Gucken, wenn man richtig auf die Story achtet. Das Ende war jetzt auch nicht so zufriedenstellend. Der Sandman durfte einfach gehen. Ohne irgendwelche, ja, Strafen, sag ich mal. Venom ist ja recht simpel gestorben. Dann ist der Harry-Typ gestorben, der beste Freund. Also gefühlt sind alle gestorben und keiner ist wirklich glücklich. Also irgendwie, ja. Das war jetzt nicht so toll. Aber zumindest war die Story abgeschlossen in dieser Trilogie. Das haben wir ja relativ wenig Filme manchmal, dass es dann irgendwie so viele offene Fragen lassen. War es nicht auch mit der Matrix-Trilogie dann so? Der erste Matrix ist gefeiert bis zum geht nicht mehr. Der zweite und dritte waren dann eher so meh. Und jetzt kommt ein vierter. Der aber weder auf den ersten, zweiten und dritten wahrscheinlich sich bezieht. Der wäre so typisch. Aber naja.
Hier oben war ich, ja. Aber viel zu bin ich müde. Bin ich relativ viel geschlafen. Aber wenn ich das schon sehe da hinten, das große Haus. Leute, ich da bequatschen muss. Wette, ich habe davon ganz viele unterwegs in Mondstadt verpasst, von diesen Ballons. Aber egal. Eisenlanze, Glücksfeder, Wanderast. Ja. Alles in Grün. So, und das ist jetzt der Berg. Okay. Ah. Ach komm, schon wieder. Warum müssen das immer irgendwelche Truhen sein, die mit Feuer bedeckt sind? Das ist so nervig. Ich wechsle dich mal für Tasha Rose ein, dann kann ich mal ihre Skills angucken. Ja, ich muss mal Truppe wechseln. So, was hat sie denn so Schönes? Okay, der letzte Angriff fegt Gegner von ihr weg. Ist auch interessant. Eine starke macht direkt das, okay. So, und das ist. Das war's. Okay. Also muss man zuerst die anderen Elemente raufhauen und dann muss man ihres zur Kombination reinhauen. Oder wie sehe ich das? Ja, definitiv. Dann sind das vor allem auch nur Holztruhen, die das Zeug da haben. Stumpfes, minderwertiges, ja. Ja, und wo ist jetzt mein Geopulus? Irgendwo hier in der Luft? Nee. Errungenschaften. Ach, und Ski, erfahre die Geschichte von Ski. Cool. Figuren. Nein. Truppe. Gut, Truppe ist aktiv. Weiß gar nicht, wie lange ich heute überhaupt streame. Weil irgendwie ich gerade schon Kopfschmerzen. Besser wird nachher, dann muss ich heute ein bisschen kürzer machen. Das ist halt das Problem am Stream an sich. Im Gegensatz zu normalen Aufnahmen. Bei normalen Aufnahmen kann man halt immer schön mittendrin einfach Pause machen. Wenn man gerade eine Pause braucht. Kann man im Stream zwar auch, aber nicht so schön simpel. Bloß nicht für mehrere Stunden dazwischen. Oder es liegt echt einfach in den Softboxen. Das kann natürlich auch sein. So. Da ist eine Truhe. Könnt ihr aufhören? Das ist schon wieder ein anderes Ding. Okay. Okay. Der ist wahrscheinlich da unten in der Ruine drinne. Boah, ich hier verpasse. Glasglöckchen und die Truhe. Und dann. Zack. Einfach hier hoch. Dann sammle ich mich zuerst in der oberen Luft ein und dann gehe ich dann da unten hin. Klingt nach einem guten Plan, oder? So, mittlerweile fällt mir auch auf, wenn ich das Inventar mal gucke. Ich habe mittlerweile ein Fünftel des Inventars voll. Also. In gewisser Weise, das ist jetzt nicht so praktisch, glaube ich. Oh, kann man hier wieder. Ja, dann sitzen. Hier ist eine Eisblume, da ist ein Dingens, Herausforderung.
Okay, das. Hä? Es ist doch selbst den Stein schon so hoch mittlerweile, oder? Okay. Oder kommt ein Aufwind, wenn ich die Herausforderung starte? Wie soll ich da sonst rankommen? Aha, Moment. Nee, auch nicht, oder? Doch. Da ist ein komisches Windrad auf dem Boden. Ach komm. Das muss jetzt doch nicht sein. Oder schafft man das auch so vielleicht? Nee. Da fehlt ein bisschen was an Höhe. Okay, aber dann müsste das doch eigentlich mit Sasha Rose funktionieren, oder nicht? Truppe. Ich glaube, jetzt bin ich gerade froh, dass ich sie doch gezogen habe. Ja, okay. So, und jetzt bin ich offiziell zufrieden, dass ich sie gerade gezogen habe, weil sonst hätte ich jetzt erstmal mich teleportieren müssen und alles. Es ist ja doch ganz praktisch, wenn man sie dann doch zieht. Schön. Und der Felsen sieht eigentlich relativ geil aus. So, Zuckerblume. Nein, ich will. Dass man die Truppe halt nicht so ändern kann per Ringmenü. Das ist ein bisschen nervig. So. Okay. Hopp. Dämmerfrüchte. Zack. Also, wo war es jetzt nochmal? Das war hier. So. Karte. Sternchen markieren. Der andere war da unten irgendwo. Gut. Also so hochlaufen, dann. Yeah, okay, Ausdauer. Dann gehe ich jetzt von der Brücke aus, glaube ich, den Strand wieder hoch. Dann kann ich das besser einkreisen, wo ich war. So. Ja, kann ich mit dem Teleporter hier aktivieren, habe ich das Gebiet mehr oder weniger. Da ist eine Truhe. Das Gebiet mehr oder weniger abgesteckt. Zack. Ich weiß nicht, ob ich so schnell übrigens Anführer Rang 30 haben möchte. Weil dann muss ich die ganzen Charaktere wieder aufleveln. Nach und nach. Aha, da verbrücke ich jetzt auch was. Wie steht's denn? Ich würde sagen, ich gehe die Brücke bis zur Mitte. Bis zum Knick halt. So, Bruchstelle halt. Wie auch immer. Knick, Bruchstelle, wie auch immer, ist alles das Gleiche. Gulli-Ebene. Jetzt wäre es wieder interessant, wenn man jetzt wieder schwimmen könnte eigentlich. Also tauchen. Ich glaube, so im Spiel ist Tauchen extrem tödlich für die Zeit. Wenn jetzt diesen ganzen Gewässer auch noch tauchen könnte, oh Gott. Wird man ja nie fertig. Na, da ist der Busch. Ach ja, Münze. Was ist jetzt noch? Ach, Zuckerblumen. Okay. Gut. Ach, halt. Ich will
vergesse das schon. Ich vergesse das immer wieder. Die Sterne zu setzen. Weil eigentlich, ich habe es genau umgekehrt gemacht. Sonst zuerst einsammeln und. Nee. Also ich die Sterne setze, wenn ich noch nicht rankam. Aber ich komme jetzt ja ran. Falscher Charakter, aber passt schon. Okay. Die gehen locker flockig down. Mit einer schönen Element-Combo. Fällt mir sonst noch irgendwas ein jetzt heute Abend? Irgendwie. Weiß nicht, ich bin auch irgendwie heute nicht ganz so gesprächig. Echt kein Thema. Vielleicht bin ich auch nicht wach genug. Das kann natürlich auch sein. Normalerweise mache ich keinen Stream an, bevor ich nicht mindestens 6 Stunden wach war. Meistens passt es mit 22 Uhr, wenn ich um 16 Uhr aufstehe. Aber wenn ich jetzt um 8 Uhr aufstehe, dann dürfte ich eigentlich erst in 2 Stunden anfangen. Oder in einer. Halt gegen 2 Uhr. Ja, okay, in einer halben. Aber egal. Ja, Wochenende werde ich auf jeden Fall ein bisschen Smite spielen. Dieses und nächstes. Ob im Stream weiß ich noch nicht, aber mal gucken. Weil dieses Wochenende gibt es ja, praktischerweise 150 Gems abzugrasen. Das ist zwar nicht viel, aber ja, Kleinvieh macht auch Mist. Es ist. Eigentlich 150 sind eigentlich gar nichts, wenn man es genau nimmt, aber. Oh! 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 Okay, das ist ein extrem geiler Spot. Ohne die Erze zu schlagen, kriegt man hier aus den Kisten das ganze Scheiß Erz. Heilige Scheiße. Ja, gibt's halt Free Gems und nächstes Wochenende, also nächste Woche, da ist doppelt nicht Anbeter, sondern Battle Pass. Und das muss ich mehr oder weniger ausnutzen, weil mein Battle Pass noch nicht voll ist. Lange nicht voll genug. Ach komm. Könntest du mal aufhören, immer wieder auf mich einzutreschen? Danke. Wow, Kurzsäure. Das ist so nervig, wenn die da oben nicht runterkommen. Juhu. Können wir mal den Abgrund machen eigentlich, oder? Weil ich habe ja noch Zeit mit dem Abgrund. So schnell ringelt das ja nicht mit dem Monatsding. So, hallo Wabbelfee. Wo bringt. Wenn du den ganzen Berg hochkletterst, das bringe ich dich um. Flieg einfach in diese Höhle hier rein und. Ja. Sei fertig, wollte ich sagen, aber irgendwie. Den Gefallen tust du mir nicht, oder? Ich so hoch, bitte. Okay, Gott sei Dank. Das wäre mein Eichhörnchen gewesen. Sag mal, hast du gerade versucht, mich zu treffen? Wie viel Schaden der wohl machen würde, wenn ich den Upgrade-Zeug, das Upgrade-Zeugs hätte. Ist mir doch mal schön. Jo. So, Bubble-Zeugs. Ich meine, ja, ich könnte es halt deutlich verkürzen, indem ich einfach auf die Karte gucke, wo die ganzen Dinger sind. Aber bevor ich den doppelt und dreifach irgendwie die ganzen Gebiete abrenne, kann ich auch einfach jetzt mich gut umgucken. Außerdem kann es auch nicht verkehrt sein für die ganzen Truhen, die man unterwegs sieht. Okay. Hier ist doch bestimmt was drin, oder? Nein? Das wundert mich gerade.
Ich glaube, ne, da oben sind noch Glasglöckchen, zwei Stück. Ich die Glasglöckchen haben. Am Floh. Säbel. Wie kommst du jetzt auf Säbel? Der ist doch schon längst im Bett, meine ich, oder nicht? Oder ist er noch da? Ich meine, gut, er hat sich nicht abgemeldet, dass er jetzt ins Bett gegangen ist. Aber er hat's indirekt gesagt, dass er gleich pennen gehen wollte, weil er krank ist. Ach, schon ein bisschen her. Ja, wo siehst du es überhaupt? Warst du im Lurk und hast bis jetzt nichts geschrieben oder was? Schon wieder eine halbe Stunde her, dass er geschrieben hat. In einer halben Stunde hat sich keiner gemeldet. Hast du mittlerweile Weltstufe 2 erreicht? Hatte einen Lurk auch während Among Us und hab nur seinen Namen gesehen. Ah, okay. Hier ist echt nichts am Strand. Der ganze Strand ist echt. Weißt du, hier hinten am Berg, alle 2 Meter ein neues Geokulus und hier, der ganze Strand ist leer. Ne, die Woche noch nicht zu bekommen. Ah, okay. Ja, gut, ist ja auch erst Mittwochmorgen jetzt. Ah, du bist schon wieder so lange wach. Musst du nicht schon wieder um 6 Uhr aufstehen? Wieso machst du das? Warum zerfickst du deinen Körper so mit dem Schlaf? Heute allein im Lager wird morgen so RIP sein. Meinst du mit heute jetzt heute Mittwoch, am 21. oder meinst du mit heute jetzt gestern morgen? So. Ach stimmt, da oben war ja noch eine Herausforderung, die habe ich noch gar nicht gemacht. Ich glaube, ich gehe dann jetzt erstmal den Berg da oben lang. Und dann. Ja. Kann ich mich um das Dorf selber kümmern. Klingt nach dem Plan. Oh, hier werden so viele Kisten versteckt sein. Ich schreibe einmal heute und einmal morgen. Und meine zweimal den gleichen Tag. Ja, deswegen. Deswegen habe ich extra mal nachgefragt. Du wirst morgen so RIP sein, weil du noch nicht geschlafen hast und um 6 Uhr aufstehen musst. Und dann bist du allein im Lager. Das heißt, du kannst dir ein kleines schattiges Plätzchen suchen und pennen. Das gefällt mir. Gegen euch habe ich ja mittlerweile was. Rest, meine Zweihänderkraft. Es lebe Chongyun. Ich fand zwar Kaeya immer noch irgendwie nett, aber lieber den Zweihänder. Bei 5 Grad im Lager pennen, yeah. Wieso ist es so scheiße kalt bei dir im Lager? Aber was machst du da den ganzen Tag überhaupt dann? Fährst du die ganze Zeit irgendwelche Sachen hin und her mit dem Gabelstapler oder was? Ich weiß nicht, wie ich mir das im Lager vorstellen muss als Lagerist. Weil es ist ja eine kleine Firma, wie du gesagt hast. Dementsprechend, ich glaube, Lagerist beim, ja, keine Ahnung, bei irgendwelchen großen Firmen möchte ich, glaube ich, auch nicht sein. Aber bei so einer kleinen Firma, was machst du da groß? War ich da in der Höhle war ich schon drin. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass du da echt irgendwie ein paar Sachen. Sind immer ein paar Grad weniger im Lager. Ja, gut. War trotzdem. So kalt. Ich meine, ich renne auch bei, keine Ahnung, minus. Okay, bei minus nicht, aber ich renne auch bei 4, 5 Grad dann im Unternehmen rum am Wochenende oder nachts halt. Und das ist auch nicht so geil. Wieso lebt jetzt bei euch hier nur einer? Wieso lebt nur einer von euch wieder? Ach, weil die anderen jetzt alle nachspawnen. Ach, darum. Okay. As you wish, mein Fräulein. Ich mag euch nicht, ich mag euch nicht. Ich mag euch alle nicht. Ich sehe schon wieder nichts.
Okay. Ach, der Feuertyp hat gar nichts mitbekommen. Okay. Kunden bedienen, LKW abladen, beladen, kommissionieren, Lager auffüllen. Okay. Ja, wie gesagt, wenn du Lager sagst, dann klingt das halt irgendwie mehr nach, ja, keine Ahnung, sortieren und so weiter. Da denke ich halt dran. Was hat denn jetzt schon wieder ein Auge? Wo kommt der her? Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das ist für mich schon wieder eigentlich eher... Hä? Wo ist der jetzt hin? Das klang mehr nach hier Verladung allgemein. Das war schon wieder... Ja, wobei im Endeffekt machen wir schon das gleiche. Ist auch mehr oder weniger Lager, aber... Okay, passt. Kunden bedienen. Oh Gott, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Und vor allem abladen und beladen. Dass sie das nicht selber machen. Wobei, ja gut, hier beim Auto-Dingens, wo ich bin, beim Autoplatz, da müssen halt die LKW-Fahrer die Autos selber beladen, entladen. Ich glaube, jedes andere Unternehmen fährt einfach nur an die Rampe ran und lässt sich eben beladen und entladen. Die haben einen deutlich chilligeren Beruf, wenn sie sich be- und entladen lassen können und es nicht selber machen müssen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwie halt tot ist. Aber im Ernst. Reichen dir diese 4 Stunden Schlaf nachts echt immer? Oder pennst du nach der Arbeit dann direkt erstmal ein paar Stunden wieder? Ja, ja, führe ich dein Feuerschild auf. Jo. Ah, jetzt wechselst du wieder auf Wasser, auf Feuer. Komm. Was zum... Okay, Anzeige-Bug. Hör auf Arbeit eine Stunde. Ja gut. Das kann ich mir halt nicht erlauben eigentlich. Ich meine, kann ich schon, theoretisch. Ich könnte es auch in der Praxis machen. Ich müsste einfach nur vorne das Schild hinhängen. Müsste mir auf pünktlich zur vollen Stunde einen Wecker... Wieso gammelt der da unten in der Gruft rum? Er sieht ja so fehl am Platz aus, der Kerl. Ja, müsste halt Wecker stellen und mich dann halt melden. Und wenn auch mal irgendwer aus irgendwelchen Gründen dann doch, oh Gott, wenn doch mal irgendwie aus irgendwelchen Gründen vor Ort ist, dann, ja, ist das auch egal. Weil dann muss er eh anrufen, wenn er rein möchte. Und dann kann ich sagen, ich fahr kurz zur Toilette hin. Ich muss ja keine Rechenschaft darüber abliefern, warum ich eine halbe Stunde auf Bette bin. Wobei das eigentlich eine halbe Stunde ist bei mir, in manchen Fällen nur noch extrem kurz. Wie blöd das klingt. Die Akte sammle ich Überstunden. Bietet sich an, wenn man alleine im Lager ist, kann man immer sagen, man hatte keine Zeit. Ja gut, ja. Stimmt, ist auch, ist eine gute Ausrede. Weil wenn man allein im Lager ist, kann keiner kontrollieren, was man wirklich macht. Und wenn halt in der Zeit kein Kunde kommt und du auch gerade nicht so viel hin und her fahren musst, ja. Ich kann da auch nicht drüber urteilen. Ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Aber, ja. Ist okay. Ich würde es mich wahrscheinlich nicht trauen. Ich würde es wahrscheinlich so machen, aber ich würde mich nicht trauen. Das will ich sagen. Mich hat es ja gewundert, dass ich letztens die eine Nachtschicht überlebt habe, wo ich um 3:30 schon aufgestanden bin. Wobei ich halt auch erst dann um 6 Uhr halt auch erst 15 Stunden hatte. Also es war jetzt auch ein normaler Wert eigentlich. Ach ja. Immer wieder Slime umbringen. Kommt noch keiner raus, weil sich keiner draußen in den Arsch abgeben will. Bleiben lieber in ihrem warmen Kämmerchen. Ja. Ich glaube, so einer wäre ich auch. In den meisten Fällen. Wobei ich mach's dir ganz schlau. Ich mache Heizung an und Fenster auf. Kann obenrum nicht einpennen.
weil ich kalte Luft abbekomme, aber ich erfriere auch nicht, weil ich immer direkt einen Arschwarm habe. So, ja, jetzt bin ich hier auf dem Berg. Okay. Ich meine, ich habe ja auch nur den Container, wo ich drin sitze, von daher. Das kann ich auch nur machen, wenn ich alleine bin, wenn ich nämlich woanders bin unterwegs und da so zweit hocke. Das ist eklig. Bin ja mal auf den finalen Plan nächsten Monat gespannt. Ich habe jetzt keinen Urlaub eingetragen nächsten Monat. Den werde ich mir wahrscheinlich dann, ja, keine Ahnung. Ich werde ihn dann halt zwangsweise mitten in den Januar rüber nehmen. Oder in den Februar. Und halt dann da nehmen. Soll man ja zwar eigentlich nicht, aber im Dezember darf ich ja keinen Urlaub nehmen. Nicht? Nö. Bei uns ist im Dezember Urlaubssperre. Wobei ich mich immer frage, wer nimmt freiwillig Urlaub? An den Feiertagen. Klar, ein paar Leute haben Familie und wollen mit der Familie dann auch großartig Weihnachten verbringen. Oder die Feiertage. Aber ich sag immer, gebt mir die Feiertage. Das sind nämlich 60 Euro pro Tag, die ich extra bekomme. Für die gleiche Arbeit oder weniger Arbeit. Ich meine, ich hätte ja gesagt, bis zum 14., also vom 1. bis zum 14. oder so, kann man noch Urlaub nehmen. Und dann erst in den Feiertagen am Ende dann wirklich gar keinen Urlaub mehr. Das wäre ja auch eine Option gewesen, aber das ist halt auch nicht der Fall. Ist halt echt komplett. Oh, ihr mit euren Kackschilden immer. Leckt mich. Schilden. 60 Euro Bock. Ja, und das sind erster, zweiter, dritter, ja, Weihnachten und erster, zweiter Weihnachtstag. Das sind schon 180 Euro, wenn du alle Schichten bekommst. Das wird eigentlich meistens unter den Leuten aufgeteilt, dass jeder was davon abhat. Aber ja, wenn du es gut machst, hast du halt da die 3 Tage. Dann hast du Neujahr komplett und du hast Silvester. Dementsprechend, wenn du halt zu der Zeit, sag ich mal, 2 Tage bekommst, von den 4, 5 Feiertagen fast in einer Woche oder in 2 Wochen halt, dann sind das schon 120 Euro extra. Wenn du sogar 3 Tage bekommst, weil irgendwer nicht arbeiten wollte und sich krank gemeldet hat, dann hast du sogar 180 Euro extra auf der Hand. Das ist halt, ja, manchen ist es das nicht wert, aber da ich eh nichts Besseres zu tun habe, außer streamen. Weil das ist halt auch der Punkt. An Feiertagen. Viele Leute werden halt zur Familie fahren und so weiter. Das heißt, streamen macht an den Tagen auch wenig Sinn. Weil die meisten halt selber an den Tagen dann feiern sind. Ich überlege, ob ich dieses Jahr eventuell Silvester mal frei nehme. Silvester und Neujahr. Sprich, Weihnachten können sie mich alle 3 Tage hinschicken, aber Silvester und Neujahr, will ich frei haben. Ich weiß halt nicht. Lohnt es sich an Silvester zu streamen oder nicht? Ich weiß, dass Hering an Silvester immer streamt. Da gucke ich halt immer die Aufzeichnung im Nachhinein nur. Ich weiß halt nicht, ob ich da Bock hätte, wirklich live bei zu sein. Weil ich halt immer die Aufzeichnung auf der Arbeit danach gucke. Aber so grundsätzlich lohnt es sich an Silvester zu streamen. Weil um 12 Uhr werde ich dann eh nach draußen geschleppt. Was nach unten geschleppt und ja, eine Nachricht. Hä? Leute, passt mal auf, ich habe in diesem Loch die Spur zu einem Schatz gefunden. Wir sehen uns, wo wir, was? Wir sehen uns, wo wir uns immer treffen. Diesmal lassen wir uns von diesen Abenteurern nicht überrumpeln. Nach eines Unbekannten. Was habe ich jetzt gelesen? Wow. Ich bin aber mal raus, weniger als 4 Stunden müssen es nicht werden. Ja. Weil bis du nämlich eingeschlafen bist, sind doch mal mindestens 20 bis 30 Minuten gleich rum. Gute Nacht und bis irgendwann morgen Abend oder so. Okay, hier war ich jetzt gewesen. Okay, so schlimm ist das Dorf hier gar nicht, glaube ich, zum Erkunden. Wobei ich jetzt den höchsten Berg noch gar nicht hatte.
Dann 5 Minuten einschlafen. Oh, du Glücklicher. Ich meine, gut, wenn man müde ist, kriege ich das auch hin. Aber so auf Kommando kann ich das nicht. Ich muss erstmal ein bisschen liegen und zur Ruhe kommen. In den meisten Fällen. Kommt wie gesagt aber drauf an, ob ich vorher großartig geschlafen habe oder nicht. Was zum dumme Explosion. Das Basics. Einmal hinlegen und dann direkt weg. Ja. Sei froh, dass du damit gesegnet bist, dass es bei dir funktioniert. Bei mir geht das halt nicht. Und ich muss auch meistens mindestens noch 5 Minuten am Handy sein. Mindestens. Ein Video gucken oder ein bisschen über 9gag scrollen noch. Dann echt nicht von heute auf von jetzt auf gleich einpennen. Das hätte in die Hose gehen können. Muss ich den Steinbruch komplett markieren oder reicht das eigentlich, dass ich weiß, dass hier Sachen sind? Was auch immer ich den ganzen Nachtjade brauche. Ach, oh mein Gott, hat man damals echt einen Steinbruch mit einem Stein bedient? Sand. Dachte ich mir schon mal kurz hinlegen und schon waren 5 Haar vergangen. Oh, ja gut. Ja, aber das habe ich auch schon mal gehabt. Aber ich weiß halt, dass dann mehr Zeit vergeht. Dann sind es halt meistens statt einer halben Stunde 2 Stunden. Weil ich dann die ganze Zeit so K.O. bin und mich immer wieder hin und her drehe und so ein bisschen weiter träume. Aber ich will dich jetzt nicht vom Schlafen abhalten. Gute Nacht. Bist du gerade auf der Map? Mingyun-Dorf. Das ist, glaube ich, so ein, ja, Bergarbeiterdorf sowieso, von daher. Theoretisch ist Markieren nicht nötig, aber ich mach's trotzdem. Sicherheit geht immer vor, setzt euer Leben nie aufs Spiel, sicher zum Weiß. Geht niemals ohne einen Finken in die Minen, sonst gibt es Ärger mit den Vorarbeitern. Was ist ein Finken? Die Vorgaben zur Fördermenge sollen zwar möglichst eingehalten werden, die Sicherheit jeder einzelnen Person steht aber an oberster Stelle. Ja, als ob. Haltet euren Kopf frei, unterstützt euren Kumpel, eure Familie zu Hause ist sicher. Weiß nicht, wie Ärger in Panik, wenn ihr ein Hinichhol begegnen soll, sonst. Oh, der Rest hat jemand weggewischt. Aha, okay. Familien werden also als Geiseln gehalten. Kannst du Ding rauszoomen? Warte. Hier ist die Morgenröte und hier bin ich. Also ich bin jetzt mitten, bin am Rand der Map wieder unterwegs, aber halt schon in Liebe jetzt. Unten links ist Liebe. Ne, ich glaube unten rechts war das, wenn ich das auf der Live-Map richtig gesehen habe. Darum laufe ich nämlich gerade hier hin. Irgendwo hier so ist, glaube ich, der Hafen. Und da muss ich halt hin für Upgrade-Materialien. Blöderweise halt. Ah, hier ist doch irgendwas in Namen. Okay. Ich muss systematischer vorgehen wieder. Guten Morgen, Eule. War's doch mit der, mit dem ich letztes gefühlt eine Stunde geschrieben habe, oder? Ja. Könnte sein. Ich glaube, du hast den Namen aber geändert. Das könnte, glaube ich, hinhauen. Ich habe letztens jemanden mit Eule im Namen im Ding. Arigato. Was Mike Ranks und Random Bushmates. Ja, das kommt hin. Da war ich. Da hatte ich mittendrin, glaube ich, den Disconnect und der Stream ist ausgegangen. Das war, glaube ich, das Problem an dem Abend. Wenn ich mich nicht irre. Genau. Ja, das ist richtig. Halt, wo ist das Ding schon wieder hin? Da. Oh, ich hasse diese dummen Waldboden-Slimes. Jetzt habe ich die Kampfmelodie und die kommen halt nicht raus so schnell. Nee, wollte eh gerade schlafen gehen. Ah, stimmt, genau, das war's, genau. Ja, und dann kurz danach oder kurz davor habe ich halt dann den tollen Disconnect gehabt und hatte dann, glaube ich, noch auf Twitch auch nochmal geschrieben, dass der Disconnect gerade da war. Weiß gar nicht, habe ich dann noch weitergemacht? Wahrscheinlich. Ist aber auch schon wieder ein paar Tage her.
So. Oh, wenn ich den Berg schon wieder sehe. Wie wär's denn mit weniger Bergen und mehr Flachland hier in der Gegend? Naja. Nimm dein Kackschild runter. Das bringt ja auch nichts. Gut, hier auch den fertig. Will ich jetzt zuerst den Berg wieder hier hochklettern oder will ich jetzt erst mich hier unten umgucken? Ja, das. Das ist so das Problem mittlerweile, was ich glaube ich mit Open World Spielen habe. Das Open ist mittlerweile leider zu open für gewisse Sachen. Gerade wenn man sich halt so verdammt gut umgucken will. Ich meine, ich will nur im Nachhinein verhindern, dass ich dann nochmal backtracken muss und jede kleine Stelle nochmal neu angucken muss. Dieses interessantes Camp. Okay. Dö. Oh, und ich habe schon wieder Kopfschmerzen. Eieiei. Jetzt aber auch keine Tabletten suchen. Immer davon aus, dass es echt von den Softboxen kommt, den Dingens. Von den Kopfschmerzen. Aber ich trinke zu wenig. Das kann auch sein. Das vergisst man mal nebenbei ganz gerne. Das ist noch Geosiegel, oder? Jetzt muss ich echt erst an die Wand ranklettern, damit ich die einsammeln kann. So, was ist hier? Das sieht sehr eklig aus. Wenn man das mal so erwähnen darf. Aus der Distanz. Okay. Da will ich jetzt schon den komischen Felsen da gutachten. Ja, komm. Vielleicht sehe ich auch gleich den Hafen schon. Von hier aus. Ich will halt eigentlich gar nicht so schnell dahin, aber. Tagebuch des Abenteurers Roald Joa Guang, was auch immer. Seiten riechen. Aha. Weizen. Wanderarztkrug. Ich finde die Arten aber, mit denen man hier quasi seine Rüstung darstellt, interessant in den Artefakten, weil irgendwie. Wer rennt denn bitteschön in der Gegend mit einem Krug durch die Welt? Also. Eine Taschenuhr eventuell, ja, kann ich nachvollziehen. Ein Trinkhorn verstehe ich wiederum mehr oder weniger auch noch halbwegs. Eine Blume. Wow, eine Blume von mir aus auch. Ein Haarreif auch, aber ein Krug. Na klar, ist auch ein Becher in gewisser Weise, aber trotzdem. Irgendwie. Irgendwas. Ist doch da merkwürdig. Herausforderung starten. Was soll ich machen? Öffne von 20 Konditur. Was? Okay. Wie genau? Was? Okay, ich habe jetzt nur zwei Hänger gehabt dabei, aber trotzdem. Moment, was ist, wenn ich hier einen Stein drauflege? Kommt hier der Aufwind? Nee. Warte mal, bei dem Dorf, da hinten war da auch noch so eine Plattform. Gott. Igitt! Geh doch auf! Oh Gott. Das war jetzt unnötig nervig. Aber das reicht doch zeitlich gesehen gar nicht aus, oder? Hier eine Steinstatue hinlegen und dann ganz da hinten am Arsch der Welt beim Dorf auch noch hinrennen. Das kann doch gar nicht hinkommen, oder? Was ist die Plattform hier? Sieht da irgendwas, wenn ich da drauf stehe?